Moin, ihr Füchse da draußen, willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Haus Flippers. Wir sind gerade fleißig dabei, die Küche zu streichen mit den Farben Mandel und Kakao. Und sind da krass dabei. Es geht gut voran, muss man sagen. Bin mal gleich gespannt, wie es aussieht, wenn wir Kakao auch noch mit drauf geschmiert haben. So, was ich ein bisschen traurig finde, ist, dass es immer noch kein irgendwie Gebäudegenerator gibt, dass man halt eigene Häuser bauen kann und die dann der Community zur Verfügung stellen kann. Das wäre ja voll cool. Würde ich erstmal unser neues Gebäude hier 3D-mäßig nachbauen und dann könnten wir das mal renovieren. Würde ich voll mit Müll schmeißen und so. Aber das geht tatsächlich noch nicht. Kann ja vielleicht noch irgendwann kommen. So, wir machen erstmal mit Kakao weiter, weil ich jetzt keinen Bock habe, nochmal wieder einmal Farbe zu kaufen. Füllen wir erstmal die Lücken auf. Düdü. Das sieht doch tatsächlich ganz nett aus eigentlich. Didim, dim, dim, didü, düdü, düdü. Neuen Fähigkeitspunkt. Bei was denn? Streichen oder was? Streiche um 75% schneller. Jawohl, jetzt geht es richtig ab, Leute. Jetzt geht das richtig ab. Jetzt bin ich gespannt. So, hier die Seitendinger. Haben wir die alle gestrichen? Ja, okay. Dann gucken wir mal, wie das jetzt hier aussieht. Zip, zip. Ich würde sagen, das läuft jetzt, ne? Ja, läuft jetzt. Oben noch einmal lang. Zack, 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 zack. Sehr schön. Da einmal nochmal lang. Wenn denen das gleich nicht gefällt, ne? So schön sieht das aus, du. So schön und schick sieht das aus. Richtig modern. Richtig modern. So, da nochmal drüber und da nochmal drüber. Jawoll. Okidoki, soweit so schick. Dann geht's weiter. Ja, nur noch das Fenster hier. Dann müssen wir den Rest noch mit dieser Mandelfarbe noch zu Ende machen. Die müssen wir dann gleich nochmal nachkaufen. Die ist uns ja leider ausgegangen. Ja, da geht uns auch das Kakao aus. Sehr schick. Man könnte natürlich auch mal experimentell mäßig mal noch immer so einen da rummalen. Machen wir mal. Das sieht, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser aus. Wenn wir dann noch so die letzte... Ich glaube schon. Ich glaube, das gefällt mir noch ein Stück besser. Jetzt müssen wir nochmal zurück zum Kindergarten. Den Stil nochmal anpassen. Das hilft jetzt nichts, ne? Das sieht für wahr nochmal einen Ticken besser aus, wenn man da nochmal so einen Abschluss drumherum malt. Dim, dü, dim. Das sieht wirklich gut aus. Gefällt mir sehr gut. So, dann haben wir jetzt Kakao, glaube ich, alles fertig. Das heißt, wir brauchen nur nochmal diese Mandelkiste da. Wie hieß das Ding? Sandmandel, alles klar. Oh, da ist es ja noch. Hätte ich doch gar nicht nachgucken müssen, du. Hätte ich doch gar nicht nachgucken müssen. Flop, einmal auffüllen und weiter geht's. Zick. Bisschen Sandmandel hier verteilen. Jawoll.
Du 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 du. So, und ein Gerät müssen wir noch montieren. Was denn? Wo denn? Wer denn da? Irgendwas. Klimaanlage, alles klar. Einbau, Klimaanlage. Jetzt kaufen. Hashtag Gönnung, ne? Dick, erstmal eine Klimaanlage. Nice. Nehmen wir unseren Pinguin. Das ist aber auch gut. Zack, jetzt geht's los. Das müssen wir einmal befüllen. So, alles festschrauben. Jawoll, dann den Proppen drauf und schrauben, den Proppen drauf und den Proppen drauf und schrauben. Verblende und fertig ist die Klimaanlage. Dieser Raum ist abgeschlossen. Sehr schön. Farbe lasse ich euch da mal da stehen, ne? Könnt ihr gucken, ob ihr da noch was mitmachen möchtet. Wie sieht's denn hier aus? Soll ich hier aufstreichen? Fenster reinigen. Wollt ihr mich verkackeiern? Welche Fenster? Also ne, hier gibt's keine Aufgabe. Was? Fenster reinigen? So, hier. Was hiermit? Fenster reinigen, das krieg ich wohin. So, Fenster ist sauber, ne? So. Hier drinne. Fenster reinigen, Geräte montieren, streichen. Alles klar. Kriegen wir hin, Leute. So, okay. Das ist gemacht. Was soll ich denn montieren? Zwei Sachen. Ah, hier, die Heizung ist kaputt. Das machen wir erstmal sauber. Und fest hier. Jo, Schrauben, Schrauben, aufdrehen. Alles glücklich. Dann eben kurz wegmobben hier den Schmutz. Hier muss wieder eine Klimaanlage hin. Ey, Hashtag Gönnung, du. In jedem Raum eine Klimaanlage. Was ist denn los mit denen? Festschrauben bitte. Wir wollen ja nicht, dass das Ding von der Wand klötert, ne? Das wäre ja nicht so schön. So, geht los. Aber wieder Kabel rein, zwirbeln da. Zack, zack. Festschrauben. Jo, alles rein damit. So, so, so und so. Jo, vernünftig, vernünftig, vernünftig. Propfen, drehen, propfen, propfen, drehen. Verblendung, fertig. Streiche in den, mit den Farben heller Pfirsich. Geht los. Heller Pfirsich. Let's go. Das ist wieder ein bisschen langweilig, weil wir nur eine Farbe haben. Da können wir uns kreativ nicht so austoben, ne? Aber egal. Wir sind jetzt ja richtig fix und schnell dabei. Insofern sollte das relativ schnell gemacht sein. Zack, zack, zack. Jawohl. Weiter geht's. Yep. Didim, dim, dim. Du, 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 du. So. Du, 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 du. Und weiter geht's, Leute. Das flutscht doch hier wie eine Eins. Kann man doch gar nicht anders sagen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Fenster ich schon inzwischen gestrichen habe in diesem Spiel. Also, mal gucken, ob die Mission dann echt jetzt dann ausgehen, weil dann ziehen wir es noch durch, ne? Dann haben wir halt House Flippers durchgespielt, kann man so sagen, ne? Das mit den Häusern, gut, das, glaube ich, das würde ich dann das Endgame nennen. Das ist dann Free Roaming sozusagen, ja? Da kann man sich dann komplett frei ohne Aufgaben austoben. Aber ich muss sagen, es macht durchaus Fun. Also, die Kohle ist es dafür, dass es Early Access ist. Ihr habt jetzt gesehen, einmal hatten wir Stress mit den Frames bis jetzt. Einmal. Warum auch immer. Da ist das ein bisschen arg in die Knie gegangen. Aber man konnte es noch bedienen. Also, es ging noch, ne? Sah halt nicht mehr so schön aus. Spielte sich auch nicht mehr so toll. Aber es ging noch. Es wird kein Gamebreaker oder so. Für Early Access ist der Umfang ja schon sehr hoch. Und die sind ja auch fleißig am Nachpatchen. Also man sieht, es kommen ja immer neue Sachen dazu, neue Häuser, neuer Content. Man kann sich da aktuell eigentlich nicht beschweren. Also auch jetzt schon zu dem Preis würde ich jetzt nicht sagen, dass mir irgendwas fehlt oder so. Das ist, kann man so durchaus schon dafür verlangen. Da noch irgendwie was?
Okay, so. Das haben wir alles. Jetzt geht's hier weiter. Bumps, die Dumps, die Dumps, die Dumps. Oh, läuft doch schick, läuft das doch hier. Noch haben wir ein bisschen Pfirsich. Aber das wird uns, glaube ich, gleich auch ausgehen. So, noch geht's, vielleicht reicht's doch. Wahrscheinlich die letzte Wand hier, da macht das schlapp. Kann ich noch einmal auffüllen? Scheiße. Schade, wir müssen nochmal nachkaufen, hilft nichts. So, egal. Soll nicht unser Schaden sein, ne? Das hauen wir alles mit auf die Rechnung. Ich darf's ja nicht wieder verkaufen. So, damit ist der Raum hier auch fertig. Okay, so, hier ist nichts zu tun. Streiche mit den Farben Pastellrosa und Fenster reinigen und Geräte montieren. Alles klar, geht los. Fenster sauber. Fenster sauber, okay, dann müssen wir noch irgendwas montieren, noch Heizung. Sollst du kriegen, Heizung, kleine Heizung bitte, jawoll. So, du kommst ran, nichts, nichts, dann kommst du da ran, nichts, nichts. Aufschrauben, Heizung fertig. So, dann nur mit der Farbe Pastellrosa streichen, Pastellrosa, there we go. Los geht's, zack und gib ihm. Ja, das ist wirklich ein bisschen rosa, ne? Zack. Sehr schön. So, es geht weiter. Wir haben auch gleich den Minimalfortschritt erreicht. Könnten die Mission also schon beenden. Ab jetzt kannst du die Mission beenden. Ja, warte, ich mach dich noch fertig, ne? Also komm. Lass mich das mal eben hier noch zu Ende streichen. Das schaffen wir wohl noch. Also den Tipp mit der Dose mit Farbe werde ich, glaube ich, nie verstehen. Ich muss die Dose mit der Farbe füllen. Die kommt doch voll. Verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. So. Fenster lassen wir einfach weiß, ne? Scheiß drauf. Okidoki. Ja, mal gucken. Ich glaube, das reicht vielleicht sogar mit Glück. Ein so ein Eimer hier. Aber man unterschätzt immer die Fenster so ein bisschen, weil dieses kleine Gerödelzeug dann nebenan. Das frisst dann doch ganz viel. Okidoki. Na, die Prozentzahl macht mir ein bisschen Sorgen. Mal gucken. Habe ich denn irgendwas vergessen? Nee, das sieht schon wieder sehr perfekt aus. Deswegen macht mir diese niedrige Prozentzahl doch ein wenig Sorgen, weil so viel ist hier nicht mehr. 91, 92, 93. Okay, nee, zählt. Alles gut. Raum fertig. Gut. Raus hier. So, da geht's. Was ist hier los? Müssen wir irgendwas tun? Montiere die Geräte. Eine Heizung, alles klar. Heizung. Nee. Die brauche ich, genau. Die Badezimmerheizung. Zack, montieren. Witz, 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 witz. Festschrauben.
Festschrauben, aufdrehen, fertig. Dann sind wir hier auch fertig. Wie sieht's hier aus? Streiche den Farben Limone und Fenster reinigen. Ja, machen wir doch. Erstmal die Fenster, du. Erstmal die Fenster. Ich kann nicht arbeiten in einem Raum mit dreckigen, schmutzigen Fenstern. Limone. Limoneneis. Okay, haben wir. Na komm. So, wollte ich doch gerade sagen. Fenster ist so sauber. Wir hier keine Klagen hören. Und dann die Farbe Limone. Da haben wir sie doch schon. Let's go. Zack und auf geht's. Dum dum da da. Du 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 du. Du, du. Da ist irgendwie so ein Muster drauf, oder? Kommt mir das nur so vor auf der Tapete? Vielleicht bilde ich mir das inzwischen auch schon ein. Ich sehe schon Farben und Formen vor meinem inneren Auge. Vor lauter Streichen. Geht schon nicht mehr so viel. Limone, Limone. Zack, okay. So weit, so schön. Ist das nicht entspannend, hä? So ein bisschen hier die Limone verteilen, du. Ich glaube, mit einem Eimer Farbe kommen wir da diesmal aber nicht aus. Und das ist auch dann das Spannendste ist, ne? Schaffe ich es in einem Eimer? Schaffe ich es mit einem Eimer? So, weiter geht's hier. Jups. Ah, komm, Rando. Zack. Ups, weiter streichen. Aus Versehen das Rad geöffnet hier. Du, du. Okidoki. Na, könnte doch reichen. Könnte doch reichen. Knapp, aber es könnte reichen. Einmal. Ah, siehst du, das wird reichen. Das wird reichen, Leute. Das reicht. Zack, fertig. Was fehlt denn jetzt noch? Irgendwas fehlt noch. Der Auftrag ist zu 100% beendet worden. Nein, da fehlt doch nichts. Zack, beenden. Klassische Möbel. Bäh, ekelhaft. Ja, ich finde auch so, klassische Sachen sind langweilig, ne? Wie gesagt, na, man muss auch mal ein bisschen Experimente wagen und ganz andere Wege gehen und so. Und klassische Möbel kaufen. So, okay. Wir sind knapp bei unseren 100.000, Leute. Nah dran, jetzt mal gucken, ob es neue Missionen gibt. Nee, ich glaube, das sind wirklich die letzten. Bunker, was ist das denn? Hallo, wir haben mit meiner Frau ein Haus mit einem Bunker aus der Nachkriegszeit erworben. Unser Vorgänger wusste dies nicht wertzuschätzen und machte daraus ein Lager. Wir möchten sicher sein, dass Wetter hier ist wiederum nicht gerade komfortabel. Falls ein Tornado kommt, möchten wir einige Wochen ausharren können, um die Katastrophe abzuwarten. Gruß Stefan Martens. Ja, dann gehen wir mal in deinen Bunker, Stefan, ne? Oh ja, ist ja gut, Herrn. Wir gehen dann gleich in Stefans Bunker, nachdem wir hier einen kurzen Break gemacht haben. Ich bedanke mich erstmal an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit bei Ihnen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst mir eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter dem Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Kümmern uns um den Bunker und ja, schauen mal, was hier noch so zu tun ist. Ich sehe da ein bisschen, was erwartet uns.
Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.